Einen wunderschönen guten Abend. Darf ich Sie mitnehmen ins Wochenende? Sagen Sie mal, nutzen Sie auch mehr Karte statt Bargeld aktuell? Es gibt ja viele Empfehlungen wegen Hygiene etc. Und selbst kleine Händler wie Bäcker oder Lebensmittelläden, kleinere Lebensmittelläden, haben ja mittlerweile Terminals aufgestellt. Oh Wunder, plötzlich geht es ganz einfach. Und tatsächlich geht die Nutzung von Kartengeld in den letzten Wochen in die Höhe. Und das treibt natürlich wieder die Gegner von Bargeldabschaffung auf den Plan, die da sagen, Hilfe, Bargeld könnte abgeschafft werden. Und auf der anderen Seite ist die Politik und die Bundesbank nicht müde zu sagen, nein, wir werden das Bargeld nicht abschaffen. Ich glaube ja, sie brauchen das gar nicht abschaffen. Denn am langen Ende werden wir Nutzer das Bargeld vielleicht selber abschaffen. Wir finden es mittlerweile toll, mit einem Smartphone zu bezahlen. Es ist relativ einfach, mit der Karte zu bezahlen. Und irgendwann braucht es gar kein Bargeld mehr, weil wir es nicht mehr nutzen. Ob es so weit kommt, wie lange das dauert, gerade in einem Land wie Deutschland, das mag dauern. Aber da braucht es niemanden, der es abschafft. Und da schlagen tatsächlich zwei Herzen in meiner Brust. Denn Bargeld ist ja auch irgendwas Richtung Demokratie und es kann halt eben nicht getrackt werden und es ist nicht anfällig auf einen Stromausfall. Ich bin gespannt, wo die Reise hingeht, aber ich würde gerne mit Ihnen das Thema diskutieren. Wo sehen Sie Bargeldnutzung am langen Ende? Gucken Sie mal nach Schweden, da sind es nur noch knapp 5% Bargeldnutzung, aber abgeschafft wird es da momentan auch noch nicht. Spannendes Thema, freue mich auf Ihre Diskussionsbeiträge und wünsche Ihnen jetzt ein wunderschönes Wochenende. Freue mich, wenn wir uns nächste Woche Freitag wieder hier im Fahrstuhl treffen und dann mit einem neuen Thema. Bis bald. Tschüss.